Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play des Simpsons Hit and Run. Wir sind bei der letzten Mission von Homer und es wird Zeit, dass wir sie erneut versuchen, nachdem wir das letzte Mal gescheitert sind. Die außerirdische Autotopsie Teil 3. So, erstmal so schnell wie möglich zum Parkplatz des Atomkraftwerks. Geht's mir alle aus dem Weg. Halt die Klappe, Grandpa, die hört doch eh keine Sau zu. Oder gibt es irgendjemanden, der hier Grandpa Simpson zuhört? Ja, genau, konzentrier dich, äußerste Konzentration. Das war ja eine Beleidigung. So, nein, nein, die Kontrolle habe ich nicht verloren. Darauf trinke ich kein Bier. Schnell, 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 okay. Ich könnte es mir natürlich einfacher machen, indem ich einen Cheat aktiviere. Dadurch wäre es humaner, sagen wir es mal so. Aber... nein, ich will es jetzt mal... nochmal... so versuchen. Es ohne Cheat zu schaffen. Aber so wie ich mich kenne, werde ich noch genau in dieser Mission, in diesem Versuch der Mission, einen Cheat aktivieren. Ich kenne mich doch. Und ihr kennt mich auch. Ihr wisst genauso wie ich, dass es darauf rauslaufen wird, dass ich einen Cheat aktiviere. What the fuck? Den habe ich gar nicht gesehen, den Kleinen. Aus dem Weg. Mei, jetzt geht's halt alle aus dem Weg. So, Aufgabe erfüllt. Sie fix. So. Zurück zum Schulhof und das innerhalb von einer Minute. Wie soll das möglich sein? Ich habe schon eine Theorie, wie das möglich sein soll. Und zwar, dass ich einfach nur so weit kommen muss, wie nur irgendwie möglich, damit eine Verfolgungsjagd wieder getriggert wird. Das ist jetzt wenigstens meine Vermutung. Ja, lass mal fahren. Volltrottel. So. Eine halbe Minute ist schon um. Viel zu viel Zeit schon wieder um. Geht's mir alle aus dem Weg? So. Langsam rüber. Und schön durch da. Das habe ich gut gemacht. Da habe ich jetzt gut Zeit gespart. Du fährst ganz gut, aber steckst so wenig Dampf dahinter. Ich hab mich selbst beschmutzt. Juhu! So, jawoll. Ja, das nennt man fahren. Und jetzt muss ich es innerhalb von 30 Sekunden noch zur Grundschule schaffen. Geht's mir alle aus dem Weg? Kriegt die mich nicht. Das schwöre ich niemals. Was ist denn? Kann mir mal jemand erklären, was gerade passiert ist? Das schaffe ich nicht mehr. Verfickte Scheiße! Weil halt wieder 500 Millionen dumme Autofahrer unterwegs sind, die genauso wie ich ihren verfickten Führerschein der Cornflakes-Packen gefunden haben. Leicht. Mann! Scheiß Kelloggs! Sahne. So. Jetzt wieder schnell rüber da. Ja, ja, geht's mir alle aus dem Weg. Alle aus dem Weg. So, rüber da. Voll der Bescheiße! So, rüber da. So, um die Kurve. Dem bin ich schon so gut wie los. So, da wollen wir hier mal stylisch durch. Oh yeah. Ich bin Exzellente. Nein, Homer, ich bin Exzellente. Oh, schnell durch da. Wunderbar, sehr schön. So, ich merke gerade, dass mein Verfolger ziemlich nah hinter mir ist. Ich werde dir den zweiten Ausgang für Maiskörner reißen. Wo bin ich? Ah, hier. Versuchen wir es mal.
Das ist blanke Hexerei. Meine Güte. Weil, das Spiel ist manchmal einfach so unfair, weißt du? Ich werde dann auch noch in die entgegengesetzte Richtung rausgelassen, in die ich fahren muss, nachdem ich beim Hit'n'Run geschnappt worden bin. Ist es unfair oder ist es unfair? Das hast du nun davon, du dummer Kaiser. So, umdrehen und los geht's. Und jetzt muss ich es innerhalb von einer Minute schaffen, das ist möglich. Pass auf, wo du fährst, Idiot! Verfluch nochmal! Mann, das war jetzt knapp. Ich hab mein Kaugummi verschoben. Ja, das ist schön für dich, Homer. Ich verzieh mich an einen netteren Ort. Ja, bitte, Grandpa, mach das. So, hier durch, an dem vorbei und so rüber. Da ist der Wolf, wunderbar. Das gibt's doch nicht! Oh Mann! Was zum Teufel? Oh, der... Toll. Ja, großartig. Komm, da kann ich doch gleich nochmal neu starten, weil es so Spaß macht. Ja, schön. Ich sag's ja, verfickte Scheiß Kelloggs. Warum müsst ihr auch so viele Führerscheine in die Cornflakes-Packung tun? Mann. Jetzt fahr ich euch platt. So, auf ein neues. Wir bleiben alle ruhig. Keiner schreit rum. So. Das sieht schwieriger aus, als es ist. Apropos Essen, ich hätte Lust auf einen Schnitzel mit Pommes. Bist du Schnee von gestern? Hörst du eigentlich jemals auf, dich zu kratzen, Homer? Nur mal so nebenbei erwähnt. Hörst du jemals auf, dich zu kratzen? Wenn du sagst, du Schnee von gestern, wenn du aufhörst, dich zu kratzen. So. Rüber. Und was ist mit den Äpfeln? Gerade noch. Äußerste Konzentration. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Kann mir mal jemand erklären, was gerade passiert ist? Ja, das können wir dir erklären. Irgendwann mal, wenn ich die Lust dazu habe. Moment mal, das war ja eine Beleidigung. Ja, Homer, das war allerdings vor 5 Jahren, wo sie dich beleidigt haben. Schön, dass du das jetzt mittlerweile gecheckt hast. Ups, kannst mitnehmen, Bruder. Dankeschön. So. Jetzt heißt es erstmal so schnell wie möglich wieder zurück. Oh, das war knapp. Oh nein, bitte kein Hit'n'Run. Im Jahre 1902 Dings. Wir mussten das Wort zwei Dings benutzen. Ein Hit'n'Run ist jetzt das, was ich am wenigsten gebrauchen kann. Na toll. Ja, ist mir egal, dann erwischt mich. Sollen mir nur recht sein. Wenigstens ist ein Hit'n'Run-Meter wieder leer. So. Und jetzt schnell hier durch. Beweg dich oder es kracht. Und. Beweg dich, noch bin ich nicht tot. Ja, komm. Und ich bin ihn los, okay. Und jetzt noch in einer halben Minute zur Grundschule. Das hättest du nicht gedacht, dass der alte Mann das noch. Das schaffe ich. Hoffe ich. Oh, gerade noch ausgewichen. So. So, ich hab's gleich. Ganz ruhig bleiben. Bingo, ich hab's! Oh, Mann! Verreck, Grandpa! Nun mach schon, ich muss mal. Daran sind
Demokraten schuld. Oh Mann. Ich rieche Trost. Fester Zutone an diesem Atommüll, ihr schleimigen, schlapprigen Weltraumknubbel. Die haben Angst vor ein bisschen harmlosen Atommüll. Lächerlicher Atommüll. Oh, schneid dir mal die Fingernägel. Diese Wahrsagerin hatte doch recht. Ich sterbe bei einem Raumschiffunfall. Foolish Earthlings Final. Ich bin jetzt stolz auf dich, dass du uns vor der Invasion der Außerirdischen gerettet hast. Ist das wirklich passiert? Ich kam mir vor wie ein Albtraum, nachdem ich zu viele rohe Hotdogs gegessen habe. Nein, Homie, du bist der Held dieser Stadt. Herrlich. Und die Ninja-Babysitter? Waren die auch echt oder nur im Traum? Hotdog-Traum. Roma, deine Fans warten draußen auf dich. Fans? Ach, diese Fans. Zumindest war unsere Show ein Erfolg. Warum sind wir in diesen Erdenhimmel gekommen, als... Wenigstens brauchen wir uns jetzt nicht den dämlichen Videospiel-Nachspann anzusehen. Nein! Warum ich? Ja. Und somit haben wir es geschafft. Die letzte Mission. Der Kerl verdient eine rektale Untersuchung. Wer sind diese Leute? Ich habe sie bei der Produktion nie gesehen. Die richten die Folter- und Strafkammern ein. Die anderen Drohnen verkriechen sich schon allein bei deren Annäherung. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Associate Producer und einem Producer? Wenn du mich fragst, haben diese Menschen viel zu viel Zeit damit vergeudet, lange Proteinstränge miteinander auszutauschen. Darf ich was reden, Kangun Kodos? Darf ich? Ich meine... Und was ist mit dieser Brut von Primaten? Die geben die Millionen grüner Scheine aus, die nötig sind, um diese Unterhaltungssoftware zu bekommen. Und was machen die Erdlinge mit diesen grünen Scheinen? Die sind daran gewöhnt, die Rationierung solcher Grundgüter wie Nahrungsmittel und Toilettensitze zu kontrollieren. Und wenn ich nochmal von diesem Typen genervt werde, dann platze ich! Darf ich jetzt? Darf ich? Ich meine, die ganze Welt will, dass ihr die Klappe halt. Die ganze Welt will euch reden hören. Aber darf ich mittlerweile was sagen? Darf ich das? Och, das wäre ja zu freundlich. Naja, wenigstens wir haben es tatsächlich geschafft. Simpsons Hit and Run wäre somit durchgespielt. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Die Grafik ist meiner Meinung nach ziemlich geil. Also ich finde die Grafik echt gut. Also mir gefällt sie. Der typische Simpsons-Charme ist auf jeden Fall vorhanden. Vor allem hat man es jetzt halt später halt noch gemerkt. Zum Schluss jetzt halt gerade mit dem Atommüll. Lächerlicher, harmloser Atommüll und Homer hat drei Arme. Absolut herrlich. Ich liebe diesen Simpson-Homer hier drin. Das haben sie echt Weltklasse gemacht, muss ich wirklich sagen. Ein fulminantes Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ein sehr, sehr geiles Spiel. An manchen Stellen wahnsinnig schwer, finde ich. Ich finde das Spiel an manchen Stellen einfach extrem schwer. Wobei das nicht an der Mission an sich liegt, sondern hauptsächlich an dem extremen Verkehr. Weil der Verkehr einfach ein bisschen dumm ist und... Ja, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber sonst, wie gesagt, absolut geiles Spiel. Aber leider hat das Spiel auch seine Mängel. Und zu denen kommen wir jetzt. Die Steuerung... Hier ist das Alpha-Männchen. Sein süßer Duft und sein grelles, buntes Hemdchen verleihen ihm Dominanz. Ich hab wirklich keine Ahnung, was diese Leute gemacht haben.
Im nächsten Jahr sollten wir die Frau für unsere Kreuzungsbefruchtungsinitiative nehmen. Wenn man von DNS-Vergoldung spricht. Ich hab schon intelligentere Typen in der Suffhölle getroffen. Ja, also. Die Steuerung. Diese Menschen waren ganz okay. Dieser Typ hat dauernd gesagt, geh da nicht hin. So, einer von denen hatte eine mehr als gruselige Stirn. Ich hab schon bessere Special Effects aus meinem Dunstloch gepupst. Darf ich? So, ich versuche es erneut. Die Steuerung ist am... Diese Menschen haben dafür gesorgt, dass ich fett wirke. Du bist so dünn wie an dem Tag, als ich dich geboren habe. Und diese Zweifüßler? Die gehören zur Sklavenunterklasse. Die sind Tag und Nacht am Strahlungsverteiler angekettet. Der Tod ist wahrhaft ihre einzige Erlösung. Der war sehr unterhaltsam. Die Erdlinge haben nie gemerkt, dass wir die hier durch Klone ersetzt haben. Vor Äonen von Jahren. Das müssen die Tonspezialisten sein. Merkwürdig, dass sie alle so alt sind. Ich versuch's jetzt ein letztes Mal. Die Steuerung ist an manchen Punkten wirklich mehr als schwammig. Oft wirklich sehr schwammig und schlecht. Was noch wahnsinnig schlimm an dem Spiel ist, ist die Kamera. Die Kamera ist manchmal wirklich absolut schrecklich, ein absoluter Albtraum. Wie gesagt, die Steuerung, die Autos lassen sich manchmal wirklich schrecklich lenken. Es ist manchmal wirklich einfach nur noch ein Grauen. Ob man das jetzt als Nachteil vom Spiel werten kann, weiß ich jetzt nicht. Allerdings, was es noch zu sagen gibt, sind die wahnsinnig vielen Bugs. Ich meine, Bugs sind okay. Ein Bug hier und ein Bug da, sag ich jetzt halt nix. Kann passieren. Aber das Spiel, das ist ja verbuggt ohne Ende. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Bugs in einem Spiel gesehen. Und naja, manchmal können sie einen schon aufregen, muss man schon sagen. Aber sonst, wie gesagt, ein absolut traumhaft schönes Spiel. Ich finde es wunderbar. Und ja. Soll das Spiel gespeichert werden? Ja, bitte. Wir speichern das Spiel. Es war ein schönes Spiel. Es hat mir viel Spaß gemacht zu spielen, muss ich sagen. Manchmal wäre ich am liebsten ausgeflippt, ja. Aber dennoch, es war ein schönes Spiel. So, und ich würde mal sagen, somit haben wir Simpsons Hit and Run durchgespielt. Ja, das war dann mal Let's Play Simpsons Hit and Run. Ich danke fürs Zusehen und bis zu meinem nächsten Projekt. Nein, noch nicht ganz. Natürlich nicht, Leute. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe mich extra hingesetzt und habe tatsächlich alle Karten gesammelt. Ich war brav, ich habe sie alle gesammelt. Wir haben tatsächlich alle Karten. So, dafür müssen wir, um uns mal zu schauen, was wir dafür bekommen, müssen wir in Level 3. Zur Rennkönigin der Streber. Es ist egal, welche Mission. Fakt ist Level 3. So. Denn jetzt können wir, können hier beim Comicbuchverkäufer rein. Und hier hinten haben wir es. Dieses Ticket. Das wollen wir haben. Ein kompletter Satz? Ich glaube, ich habe gerade meine Hose formatiert. Tja. Sprich mit dem Quietschstimmen-Teenager im Aztekentheater. So. Wir haben tatsächlich einen kompletten Satz von den Sammelkarten und haben somit die Eintrittskarte erhalten. Für eine Vorstellung. Also fahren wir jetzt schnell zum Aztekentheater. Denn wir wollen ja schließlich diese Karte auch einlösen. Ob ich dafür wohl extra Punkte bekomme? Nein, bekommst du nicht, Lieserlein. Ja.
So. Jetzt ist die Frage, wo ist denn eigentlich das Aztekentheater? Ja, Aztekentheater. Wo ist denn das eigentlich? Das ist die Bowlingbahn. Los, Tempo, Tempo! Wo ist denn das Aztekentheater? Das ist ein richtig mieser. Ist das hier? Ja, das sieht aus wie der Quietschstimmen-Teenager. Ja, da haben wir es doch. Aztekentheater. So, seid ihr bereit für die Belohnung eines kompletten Sammelkartensatzes? Viel Spaß! Ich finde, das ist eine absolut geile Idee, dass man Itchy und Scratchy hier mit einbaut. Dass man hier einen Itchy und Scratchy Streifen zu sehen bekommt. Ist meiner Meinung nach eine wahnsinnig geile Idee. Ja, aber ich würde mal sagen, das war es dann mal wirklich mit Let's Play The Simpsons Hit and Run. Es war ein wunderschönes Spiel. Wir haben alle Sammelkarten und haben uns dann noch diesen wunderbaren Film angeschaut von Itchy und Scratchy. Ja. Und das dürfte es jetzt für alle gewesen sein. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play The Simpsons Hit and Run. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zu einem meiner nächsten Projekte. Ciao.